Die Wirkung von Videomarketing und Videoshopping. Zentrales Forschungsthema des Medienökonomen Professor Sven Pagel von der Fachhochschule Düsseldorf. Bewegtbildkommunikation muss mehrere Aspekte berücksichtigen, nämlich Wahrnehmung, Interaktion und Wirkung, und darf nicht nur einen dieser drei Bereiche in den Fokus stellen. Video-Ads, also Videowerbung im Web, sagte er, wirkten bei Kaufentscheidungen durchwegs positiv, auch wenn sie nicht unbedingt völlig kritiklos konsumiert würden. Und es gibt eine zweite spannende Technologie, die ich als originäre Videos im Shopping-Bereich bezeichnen würde, nämlich In-Video-Shopping, wo Sie direkt im Video die Möglichkeit haben, auch den Kaufprozess technisch abzubilden über Flash-Layer, die drüber geblendet werden. Das ist momentan noch in den Anfängen, wie auch unsere Studien zeigen, aber ein sehr vielversprechender Bereich, wo in den nächsten Jahren sicherlich einiges passieren wird. Video-Ads, also Videowerbung im Web, sagte er, wirkten bei Kaufentscheidungen durchwegs positiv, auch wenn sie nicht völlig kritiklos konsumiert würden. Es gibt kleinere Einschränkungen bei der Glaubwürdigkeit. Die Menschen haben durchaus gelernt, dass man Videos auch manipulieren kann. Aber der Kern ist ganz klar, dass viele Indikatoren sehr positiv sind. Die Erinnerung, die Kontaktdauer und andere. Aber nicht nur Impulskäufe, sondern auch längerfristige Kaufentscheidungen würden durch Videos beeinflusst. Ich möchte betonen, dass nicht nur im B2C-Bereich Videos spannend sind, sondern auch im Business-to-Business-Bereich sehr, sehr vielversprechend sind, weil auch da mittlerweile viel emotionaler argumentiert wird und weil wir vor allen Dingen erklärungsbedürftige Produkte haben, wo Video hervorragend geeignet ist, um die Erklärung zu leisten. Entwicklungen, die sich weiter verstärken werden, ständig wandeln und verändern. Stoff für weitere Betrachtungen auf der nächsten Videomarketing-Konferenz.